Also vor einem Jahr hat es nicht nur eine Einschätzung gegeben, dass die Ukraine sich nicht, also dass die Ukraine wahrscheinlich nicht länger wird durchhalten können, also ein paar Wochen, gegen die russische Übermacht, die sich da zusammengezogen hat in Osteuropa. Heute, muss man sagen, stellt sich ja diese Lage ganz anders dar. Und da würden mich einmal grundsätzlich eure Einschätzungen interessieren. Woran liegt das? Was gibt es dazu zu sagen? Beziehungsweise einfach alles, was euch einfällt. Vielleicht fangen wir beim Herrn Brigadier an. Gerne. Ja, schönen guten Abend. Freut mich sehr, dass ich heute da bin. Danke vielmals für die Einladung. Zu Beginn wäre eine relativ spannende Frage. Immer heute überlegt, was würde ich sagen? Und habe mir dazu ein paar Videos angeschaut vom Jänner letzten Jahres, Februar letzten Jahres, wo also schon sehr intensive Gespräche geführt worden sind, unter anderem von der deutschen Bundesregierung. Und wie ich das angeschaut habe, und wenn man das jetzt im Vergleich mit dem, was das letzte Jahr passiert ist, dann fällt mir ein Begriff ein, der mir jetzt den ganzen Tag verfolgt hat, und das ist einfach diese Unbedarftheit, mit der wir in diese Situation hineingekommen sind. Da muss man, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Der Krieg hat ja nicht im Februar begonnen. Der Krieg, der wird eigentlich schon seit mindestens 2014 mit der Annexion der Krim geführt. Und wir haben offensichtlich in Europa, speziell in Europa, lange Zeit nicht wahrgenommen, was da überhaupt wirklich vor sich geht. Und es gab kritische Stimmen, vor allem durch Ostexperten. Es gab auch kritische Stimmen durchaus von dem ein oder anderen militärischen Geheimdienst. Aber so richtig wahrgenommen haben wir das nicht. Und dann passiert eben dieser 24. Februar 2022. Und dann ändert sich etwas, was sich bis jetzt ein Jahr lang durchgezogen hat und aus meiner Sicht noch sehr lange durchziehen wird. Es ist nämlich diese Friedensperiode von den 1990er Jahren bis zu den 2020er Jahren de facto zu Ende. Und die Zukunft wird eine andere sein als wie die letzten 30 Jahre. Und diese Unbedarftheit, das ist das, was mir so also den ganzen Tag heute so wirklich intensiv beschäftigt hat. Ja, auch von mir einen wunderschönen Abend. Es ist leider, du hast es erwähnt, ein sehr trauriger Anlass, dass wir uns heute treffen. Der Krieg in der Ukraine findet immer noch statt und er wird auch weiterhin stattfinden. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht oder dir. Du hast gesagt, es war vor allem der Krieg 2014 begonnen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig auch zu benennen. Und ich glaube natürlich auch, dass die Konflikte davor schon stattgefunden haben. Das stimmt natürlich, dass wir vor allem in Europa und im Westen uns sehr viel damit beschäftigt haben und geglaubt haben, wir können eben durch Kooperation, durch Energie etc. die Russen mit den Russen ein gutes Einkommen finden. Wir haben viel über europäische Sicherheitsarchitektur gesprochen, in dem Russland einen Platz finden muss. Wir können nur mit Russland Sicherheit finden. Und das ist auch erwähnt, dass ist sicher allerspätestens seit dem Großangriff vom Februar sicher, dass sie, ich denke, das ist die große Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist natürlich auch, was ist passiert, dass es dazu gekommen ist, aber auf der anderen Seite auch zu verstehen, dass es eben Russland ist, die diesen Krieg begonnen haben. Es war nicht die NATO, es war nicht der Westen, es war nicht die Ukraine, die quasi Russland überfallen hat, sondern umgekehrt. Und ich glaube, das können wir nicht oft genug betonen. Und ich habe das Gefühl, dass das öfter immer wieder mal ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird, wenn man eben darüber redet, über diese ganze Situation, mit der Osterweiterung der NATO oder auch mit der EU-Erweiterung, dass man versucht, einen Kausalzusammenhang herzustellen, den es aber für den Ausbruch des Krieges sicher nicht gibt. Ich glaube, das ist etwas, das man auch an dieser großen Kritik von zum Beispiel diesem Pamphlet da oder diesem von Ali Schwarzer und Wagenknecht von vor 10 Tagen circa quasi, ja, die größte Kritik daran war ja quasi, dass sie sagen, ohne Waffenlieferungen wird die Ukraine, man soll keine Waffen mehr liefern, dann ist der Krieg vorbei. Und ich glaube, das ist natürlich nicht richtig. Die Waffen müssen natürlich momentan geliefert werden, damit sich die Ukraine selber verteidigen kann. Und man sollte, wenn man einen Aufruf für Frieden startet, den ich prinzipiell sehr gut finde, also man soll nicht sagen, man darf über Verhandlungen oder über mögliche Voraussetzungen für Verhandlungen überhaupt nicht reden. Das ist prinzipiell sicher eine sehr, sehr gute Angelegenheit. Das sollte man auch weiterhin tun. Aber man darf nicht vergessen, eben, wer der Aggressor ist, und den sollte man benennen. Und das wäre wichtig, eben nicht dem Opfer zu sagen, dass sie quasi aufgeben sollen, sondern natürlich ganz direkt Russland anzusprechen. Ihr könnt den Krieg, wenn ihr wollt, heute beenden. Vielleicht meine erste kurze Wortmeldung. Vielen Dank dafür. So, jetzt, ich bin heute mit wenig Stimme da. Ich kann das Leiden des burgenländischen Landeshauptmanns sehr
verstehen. Aber mir ist es zum Glück temporär. Also die russische, die offene russische Aggression hat viele überrascht, mich auch. Ich habe aus mehreren Gründen nicht daran geglaubt, durch die Vorgeschichten 14, aber auch 8, 2008 in Georgien. Es gibt eine lange Geschichte von russischen Interventionen, die ist zurückreichend nach Afghanistan. Aber das Ziel war immer, eingefrorene Konflikte zu kreieren. Bis dorthin. Die Russen haben am besten, sind am besten damit gefahren, wenn sie da Fuß in der Tür köcheln lassen, damit sich ja keiner bewegt, in Richtung Westen. Und das war immer die Methode. Und deswegen, und plus sozusagen der große Profit von der Energie, vom Geschäft und also der Lebensstil der russischen Eliten. Deswegen habe ich auch nicht geglaubt, dass das passieren wird. Wir haben uns alle getäuscht. Was hat das ausgelöst? Also für mich hat das mehrere Dinge ausgelöst. Und vor allem für mich fällt das Wort Solidarität ein. Und zwar sowohl innerhalb der Ukraine als auch außerhalb der Ukraine. Also ich glaube, wenn es eine Nation-Building-Exercise in der Ukraine gegeben hat, dann ist es dieser Krieg. Also das ist unglaublich, wie jetzt plötzlich unabhängig davon, ob die Leute zu Hause ukrainisch oder russisch reden, ob sie orthodox sind, uniert sind oder Juden sind. Ich glaube, da plötzlich hat sich ein Moment gebildet, von dem es kein Zurück mehr geben wird. Es ist tragisch, dass es auf so viele Tote basieren muss. Aber das ist auch der Unterschied zu 2014. Bei 2014 gab es keinen nennenshaften Widerstand auf der Krim. Es gibt natürlich auch Berichte, wie das vor sich gegangen ist, was eine Rolle die Kirche gespielt hat, beim Unterwandern, bei der Aussichtslosigkeit hinstellen. Klar, das gab es alles, ja. Aber es gab nicht diese Solidarität innerhalb der Gesellschaft, die sich in schnellster Zeit daraus gebildet hat. Und international gab es auch eine Solidarität, mit dem auch Russland nicht gerechnet hat. Natürlich waren wir 2-3 Tage lang alle erfroren. Aber spätestens dann, wie die Panzerkolonne nicht mehr gerollt ist, und auf das komme ich noch später zurück, warum sie nicht gerollt ist, spätestens dann hat es angefangen, eine Solidarität zu geben mit der Ukraine, die weit über die üblichen Verdächtigen in Osteuropa, also die Anrainerstaaten in Osteuropa hinausgegangen ist. Und ich glaube, das war der große Moment. Ja. Und dann, das hat sehr viel geführt, also der NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands hätte es ohne den Krieg nicht gegeben. Also insofern eine größere Verfehlung von Kriegszielen kann es nicht geben. Also wenn ich als militärischer Führer, politischer Führer ein Ziel verfolge und die Lage so falsch anschätze, dass genau das Gegenteil bewirke, also da gibt es keinen größeren Beweis. Und sagt, alle diese, die ganze Neuordnung der Sicherheitsarchitektur in Europa, auch die Diskussion, die es bei uns gibt und überhaupt in der Europäischen Union, die Selbstverständlichkeit, mit dem sozusagen Waffen produziert werden, Waffen geliefert werden, gab es vorher nicht. Ja? Das ist eine ganz andere Welt, in der wir leben. Und das ist dieser Moment, an dem sich niemand geglaubt hat. Also ich habe gesagt, bis zum 24. habe ich es nicht geglaubt, dass es passieren wird. Vielen Dank. Ich glaube, da sprichst du nicht nur mir aus der Seele, wenn du das sagst. Ich hätte das auch nicht für wahrscheinlich gehalten, dass tatsächlich ein Angriff erfolgt. Aber ich würde auch gerne etwas aufgreifen, was du gesagt hast, dass nämlich Russland darauf abgezielt hat, in der Vergangenheit immer eingefrorene Konflikte zu schaffen, beziehungsweise auch, was du gesagt hast, Gerd, dass der Konflikt eigentlich auch schon relativ lang andauert, 2014 sozusagen dann auch tatsächlich mit, nennen wir es mal so, erstmaliger militärischer Waffengewalt, Okkupation so begonnen hat, aber auch für mich den Eindruck eigentlich erweckt hat, dass man da einen gefrorenen Konflikt schaffen soll. Ist das jetzt eine totale Fehlannahme meinerseits gewesen, dass ich dann 2014 mir gedacht habe, okay, das wird ein eingefrorener Konflikt? Ist das etwas, oder fragen wir es vielleicht anders, was hat sich verändert, wenn man das überhaupt sagen kann? In Zusammenhang mit der Ukraine. Ich würde da anknüpfen, wo du aufgehört hast. 2014 war es offensichtlich, dass es eine andere Kriegsführung war, als es letztes Jahr im Februar war. 2014 hat es also keine offenen Operationen gegeben.
Russland hat lange Zeit versucht, überhaupt zu vermeiden, dass es bekannt wird, dass da russische Soldaten involviert sind, obwohl jeder wusste, dass die kleinen grünen Männchen russische Soldaten sind. Das hat sich letztes Jahr einfach geändert. 2022 im Februar ist es tatsächlich zum militärischen Konflikt gekommen mit militärischen Kräften. Und die Absicht war es nicht mehr, einen eingefrorenen Krieg zu produzieren, sondern es war tatsächlich die Idee, dass man die Ukraine unterwirft und die Ukraine schlussendlich als gesamtes Staatsgebiet in den russischen Einflussbereich einverleihen kann. Das ist also der große Unterschied aus meiner Sicht. Aufbauend auf dem vielleicht noch ganz kurz eine Folgefrage zu dem, was du gesagt hast, bevor ich wieder auf die eingefrorenen Konflikte zu sprechen komme. Man hat nach dem vergangenen Jahr eigentlich relativ starke Zweifel an den militärischen Fähigkeiten Russlands entwickeln müssen. Wenn man sich anschaut, was passiert ist im Zusammenhang mit dem Versuch, Kiew einzunehmen beispielsweise, oder auch, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, mit diesem Konvoi. Ich habe mit befreundeten Offizieren gesprochen, die haben dann gesagt, das ist eigentlich ein Wahnsinn, was da für Anfängerfehler passiert sind. Ist das für Russland, besteht da noch die Möglichkeit, irgendwie aus russischer Perspektive nochmal irgendwie doch noch einen Erfolg unter Anführungszeichen zu erzielen? Oder ist das de facto schon wieder vorbei? Weil wenn man jetzt zum Beispiel auch wieder schaut, diese Frühjahrsoffensive, der es da geheißen hat, die kommt, die scheint ja vorbei gewesen zu sein, bevor sie überhaupt angefangen haben. Also wie schaut es da aus aus dieser Perspektive? Ja, also Russland hat ja viele Fehler gemacht. So wie eben du auch wieder gesagt hast, auch auf strategischer Ebene, politischer Ebene, also sind sie völlig verschätzt. Wenn nach einem Jahr Krieg das Ergebnis so ausschaut, wie es jetzt ausschaut, dann ist also so ziemlich alles schief gegangen, was man schief gehen kann. Wenn ich jetzt auf die militärische Ebene hinuntergehe, dann ist das natürlich genau einer dieser Punkte, wo ich vorher gesagt habe, wir sind auch unbedarft an Russland herangetreten, nämlich auch unbedarft, was die russische Armee angetrifft. Wobei zu unserer Ehrenrettung muss man sagen, also ich glaube, die am meisten die russische Armee falsch eingeschätzt haben, war die russische Führung selber. Also dass die russische Armee dermaßen schlecht vorbereitet ist auf so einen großen Konflikt, das hat alle überrascht. Und man braucht nur ansehen, wie sich das im letzten Jahr tatsächlich entwickelt hat. Es hat aus meiner Sicht drei Phasen gegeben in dem Krieg. Die erste Phase war dieser Angriff, am 24. Februar, dieser Großangriff, wo man also versucht hat, die ukrainische Armee im Osten des Landes zu binden und abzuwickeln, so dass sie nicht mehr Richtung Kiew vielleicht wirken können. Und parallel dazu einen sehr schnellen Angriff mit flexiblen, leichten Truppen Richtung Kiew mit der Absicht, über den Flughäfen sehr schnell ins Stadtinnere zu stoßen und die Regierung festzunehmen, einen Regierungswechsel herbeizuführen und damit wäre der Krieg beendet gewesen. Und das ist auf voller Länge gescheitert. Dieser Luftangriff oder diese Luftlandung, dieser Angriff auf Kiew ist durch die Luftlandegruppen schon auf Widerstand gestoßen, der nicht erwartbar war von den Russen offensichtlich. Und dann ist es da passiert, nämlich genau zu dieser Kolonne, dass eigentlich die Unterstützungsgruppen aus dem Norden aufmarschieren und versuchen, diese Luftlandegruppen zu unterstützen. Und das artet in ein völliges Desaster aus, wo also wirklich militärische Fehler begangen worden sind, die man von einer russischen Armee niemals erwartet hätte. Das war die erste Phase. Dann ist ein paar Wochen, ein paar Monate relativ ruhig gewesen. Russland hat sich umgruppiert. Haben sie sich versucht, im Osten und im Süden zur Verteidigung einzurichten. Und dann ist etwas passiert, was schon über Wochen und Monate wieder angekündigt war. Die Ukrainer sind zum Gegenangriff angetreten und waren dann völlig überraschend sehr erfolgreich und haben die russische Armee wieder vor sich hergetrieben in Wahrheit. Und das einzige Glück für Russland war, dass der ukrainischen Armee irgendwann die Kräfte ausgegangen sind. Weil sonst wäre wahrscheinlich die russische Armee im Osten der Ukraine kollabiert zu dem Zeitpunkt. So, zweite Phase. Und die dritte Phase sehen wir jetzt seit ungefähr 2 Wochen, würde ich sagen, läuft die Großoffensive der russischen Armee wiederum im Osten und im Süden. Und wenn man sich anschaut, was die letzten 2 Wochen passiert ist, ist es wieder in Wahrheit ein Desaster für die russische Armee. Es gibt enorm große Verluste und es gibt kaum Gewinne. Dort
eine Kreuzung, Teile einer Stadt. Aber viel mehr passiert dort nicht. Also dieser Großangriff, der dazu führt, dass es einen Durchbruch gibt durch die Front und dass tatsächlich die Ukraine in Bedrängnis kommt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt passieren wird. Und kommt wieder dasselbe heraus. Offensichtlich bedient sich die russische Führung einer Armee, die nicht dazu in der Lage ist, die Aufgaben zu erfüllen, die sie eigentlich erfüllen sollten, um den Krieg zu führen. Und da gibt es viele Gründe, warum das der Fall ist. Vielleicht kommen in weiterer Folge noch dazu sprechen. Es gibt sehr viele Gründe. Der Punkt ist aber, dass auch wir im Westen die Fähigkeiten der russischen Armee weit überschätzt haben. Und das ist mittlerweile eben nicht mehr so, dass man hergehen kann und vergleichen kann, die haben so viel Panzer, die haben so viel Panzer, die haben so viel Soldaten, die haben so viel Soldaten. Und wenn die das gegenüberstellen, dann ist klar, der wird den Krieg gewinnen, der wird den Krieg verlieren. So schaut das Gefechtsfeld einfach nicht mehr aus. Und die russische Armee und die russische Führung muss das leider im Moment aus ihrer Sicht schmerzvoll lernen und aus ukrainischer Sicht, Gott sei Dank, dass das passiert. Ja, meine Analyse dazu fällt leider nicht ganz so positiv aus, muss ich sagen. Einerseits vielleicht noch ganz kurz zu dieser Sache mit den eingefrorenen Konflikten. Eingefrorene Konflikte sind nur so lange eingefroren, bis sie wieder aufbrechen. Wir haben das gesehen bei Armenien und Aserbaidschan natürlich letztes Jahr und auch dieses Jahr und natürlich auch 2014. Seit 2014 im Donbass, der Konflikt war nie eingefroren. Also es gab tagtäglich, die OSZE-Mission hat das beobachtet, die SSM, es gab tagtäglich mehr oder weniger Waffenstillstandsverletzungen an der Frontlinie. Da gab es ja nur 5 Checkpoints, laut UNICEF das am meisten verminteste Gebiet oder eines der meisten verminteste Gebiete der Welt zu finden seit 2014. Also ich glaube, der Konflikt war nie eingefroren, aber wurde natürlich auch nicht gelöscht, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Zudem, wie das momentan an der Front ausschaut, glaube ich, ich bin keine Militäranalystin, aber ich habe letzte Woche mit Oberst Markus Reisner gesprochen und er hat davor gewarnt, dass wir eben immer wieder sagen, dass wir die russische Armee so sehr unterschätzen. Weil wenn man sich anschaut, was wirklich passiert, sieht man, dass die Russen dort sind. Sie haben unglaublich viel Zerstörung bisher angerichtet. Es gibt ungefähr 10 Millionen Flüchtlinge. Infrastruktur wurde zerstört. Tausende Tote, Hunderttausende Soldaten, die nicht verfähigt sind zu arbeiten, Zivilisten etc. Und es scheint auch momentan nicht danach auszuschauen, als ob die Ukraine eine Offensive starten kann. Was haben die Russen nun gemacht? Vor allem spätestens seit September und Oktober, weil eben, wie du richtig gesagt hast, die Ukraine letztes Jahr diesen Erfolg hatte, auch mit ihrem, würde ich sagen, eher Manöverkrieg, den die Ukrainer besser beherrschen. Ja, sie haben einen Abnutzungskrieg gestartet. Und da muss man natürlich sagen, da hängt jetzt für die Ukraine sehr, sehr viel daran, vor allem auch an der Zeit, weil sie abhängig sind von den westlichen Waffenlieferungen. Und solange die westlichen Waffenlieferungen kommen, und die kommen momentan genau so weit, dass quasi die Russen nicht weiter vordringen können, aber es werden auch nicht so viele Waffen und in so einer Anzahl geliefert, dass sie wirklich massiv quasi die Russen zurückdrängen könnten. Woran liegt das? Na, selbstverständlich daran, dass man Angst hat vor dieser großen Eskalation. Man möchte eben nicht Russland so weit provozieren mit eben noch mehr Langstreckenraketen oder eben auch Luftabwehrsysteme. Wir sehen, die Diskussion verändert sich zwar, aber noch sind wir nicht so weit. Und die Gefahr der Eskalation, da ist diese große Abwägung, dieser Balanceakt eben zwischen dieser Überzeugung des Westens, Russland darf den Krieg nicht gewinnen, die Ukraine darf ihn nicht verlieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch, wie weit können wir gehen, ohne die Russen dermaßen zu provozieren, dass sie eben noch mehr eskalieren. Und mit Eskalation meine ich nicht ausschließlich den Einsatz von Nuklearwaffen, sondern die Russen haben tatsächlich leider auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie eben diese ganzen Attacken auf zivile Infrastruktur etc. zeigen. Das ist nicht ausgereizt, das ist absolut leider der Fall. Das wäre mein einer Punkt. Und dann noch, was natürlich auch sehr, sehr dramatisch werden wird für die Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten, ist natürlich das Problem, dass auch wenn man Waffen liefert, dass die Russen auch auf Zeit spielen. Und in einem Abnutzungskrieg geht es natürlich darum, uns auf Zeit zu spielen. Nun ist die Ukraine einfach dreimal so klein, auch an Personen wie zum Beispiel Russland, plus natürlich die ganzen Geflüchteten etc. Irgendwann gibt es auch Probleme mit Militärpersonal. Und ich glaube, da müssen wir auch ehrlich sein, dass wir, also der Westen, vor allem allen voran auch die NATO, selbstverständlich nicht bereit sind und auch höchstwahrscheinlich nicht bereit sein werden, Soldaten in die Ukraine zu schicken. Das ist natürlich dieses große Dilemma, bei dem wir uns momentan befinden. Deswegen ist meine Analyse absolut nicht so optimistisch. Und ich bewundere unglaublich, was die Ukrainer machen, mit was für einer sagen wir mal, mit was für einem Engagement, mit was für einer Moral, die ihr Land verteidigen, weil das ist es, sie verteidigen ihr Land, ihre Souveränität und ihr Leben momentan.
Und ich glaube, das ist das wirklich Positive daran. Aber ich glaube, wir dürfen die Russen und die russischen Streitkräfte nicht unterschätzen, indem man sie eben lächerlich machen und sagen, die bekommen nicht zustande und die können nicht. Ich glaube, das entspricht nicht wirklich der Realität. Und wir sehen es auch an der Anzahl der Toten, an der Infrastruktur und so weiter und so fort. Ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber ich glaube, ich gehe mal weiter. Ich bin irgendwo in der Mitte, glaube ich. Meine Einschätzung. Also ich glaube, das große Problem, was passiert ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ist, dass sich die russische Führung endgültig abgekoppelt hat von der Realität und auch von einer ehrlichen Beratung. Also es traut sich dem Putin niemand sagen, was Sache ist. Und das ist natürlich ein typisches Phänomen von politischen Führungen, das haben wir auch in China. Aber in China funktionieren die Korrekturmechanismen innerparteilichen viel besser als in Russland. Also man hat das gesehen mit dem absoluten 180-Grad-Wende bei der Pandemie. Das wäre in Russland nicht möglich. Dass plötzlich, sozusagen, obwohl der Chef, der große Chef, bis und hin verkündet das und das, wenn die Proteste kommen, ändert sich das. Da sieht man, dass sozusagen, wo die großen Unterschiede in den zwei Systemen sind. Also sozusagen der Putinismus hat das so weit gebracht, dass keiner sich traut, ihm die Meinung zu sagen. Und ich glaube, die russischen Streitkräfte, ich glaube nicht, dass sie gar nicht mit heller Begeisterung in diesen Krieg gegangen sind, weil sie gewusst haben, dass sie ihre Schwäche haben. Aber sie haben gewusst, dass das sozusagen von den Milliarden, die unterschrieben werden per Dekret, nur vielleicht 10% runterkommt an die Truppe und das Rest verschwindet irgendwo in ihren Kanälen. Also ich glaube, da liegen viele Probleme. Er hat geglaubt, Waffen zu haben, die offensichtlich nie produziert wurden oder nicht in den Ausmaß produziert wurden. Und das sind strukturelle Probleme. Gleichzeitig, ich unterschätze nicht die Rolle von Wagner. Also die Rolle von Wagner, das haben wir auch gesehen in Afrika, wo sie seit längerem aktiv sind. Das sind wirklich skrupellose Leute, die an der Führung sind, denen das Menschenleben aber wirklich egal ist. Das behaupte ich nie von einem russischen Kommandanten, Armeekommandanten. Ich glaube, der kümmert sich um seine Soldaten. Aber der andere, der hat Söldner. Er hat zum Teil sozusagen Leute, die wissen, sie verecken in ein Gefängnis, jetzt haben sie die Wildcard, entweder sie müssen dann massakrieren und entweder sie gehen frei oder sie gehen sterben. Und ich glaube, das sind ganz andere Elemente, die absolut nicht wirklich einschätzbar sind, weil wir haben zu wenig Erfahrung, wie weit das gehen kann, wie weit die andere tolerieren. Ich glaube, die Abnutzung geht auf beiden Seiten. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ganze Diskussion über potenzielle chinesische Waffenlieferungen, das ist ein berechtigter Informationskrieg seitens der USA, aber nicht mehr als das. Ja, die Chinesen sind nicht dumm. Ja, die Chinesen hassen die Russen. Es gibt einen tief sitzenden Hass. Sie haben nicht vergessen, dass sie viele Gebiete verloren haben in der Ostmandschurei und so weiter. Sie haben nicht vergessen, wie die Russen, die Sowjets über Jahrzehnte runtergeblickt haben. Jetzt ist die Zeit. Natürlich, jetzt sind sie der große Bruder. Natürlich schauen sie wohlwollend und es ist wunderbar, wenn der Westen gebunden ist und mit den Russen kämpft. Das ist aus chinesischer Sicht nicht schlecht. Aber es ist auch alles nicht optimal, weil sozusagen, sie ziehen auch ihre Lehren für ihre Konflikte. Also sagen jetzt am Ende, also sagen, was jetzt die angefrorenen Konflikte betrifft. Ja? Also natürlich stimmt das. Also eingefroren ist ein falscher, ein trügerischer Schluss. Aber das hat sich auch da was geändert, weil dass die Aseris sich gewagt haben, diese Offensive zu machen, das wäre ohne den Ukraine-Krieg nicht möglich. Und dass die Armenier jetzt sozusagen von sich aus sagen, bitte EU, kommt's helfen, bedeutet, dass auch diese Rolle, dass die Russen diese Rolle eingebüßt haben. Die hatten sozusagen, und das war der Grund der Konflikte, warum sie es gerne hatten, weil da haben sie sozusagen Ruhestifter in der eigenen, im eigenen Vorhof gespielt. Und diese Rolle haben sie verspielt. Also sagen die EU-Mission in Armenien, das ist nichts anderes als ein Eingeständnis des vollkommenen Versagens der russischen Ordnungspolitik im Kaukasus. Also erstens der Krieg, die haben die Aseris nicht zurückgehalten, diese Großoffensive, und nachdem die nicht einmal das versprechen konnten, halten, was sie besprochen haben, dass mit dem Korridor die Versorgung von Nagorno-Karabach, dass das zumindest in Ordnung geht, das konnten sie nicht einhalten. Ich glaube, da waren sie nicht in der Lage. Und das ist für mich die Hoffnung, dass sich eine neue Dynamik entwickelt, wo dann Gespräche möglich sind, ob sie fruchten oder nicht, das weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber es gibt eine gewisse Dynamik, wo auch die Aseris sich überlegen werden, die Georgier sowieso, aber auch die Armenier jetzt, und wo sie auch Zentralasien, das war für mich interessant,
ganze, die Reaktionen der ganzen Zentralasiaten auf diesen Konflikt. Also sie haben sich mehr oder weniger rausgehalten. Ja, und also das ist alles sehr, sehr bezeichnend, dass sogar dort, so im eigenen Gebiet, wo sogar viele Russen leben, 30%, zum Teil glaube ich Kasachstan hat 30% Russen oder so. Ja. So auch da ist wirklich dafür, dass sozusagen die eigene Schutzmacht jetzt betroffen ist, also relativ ruhig. Und daher ist mein ein bisschen Optimismus, dass eine gewisse Neuordnung kommen wird. Wie gesagt, sobald sich in Moskau was tut. Dass das Entscheidende ist, wie lange die Eliten den Putin noch halten müssen, tun oder whatever. Ja, aber das ist für mich die entscheidende Frage. Das wird schon eine Zeit lang dauern. So schnell geht es nicht vorbei, leider. Ich würde gerne in diesem Zusammenhang eine Folgefrage stellen. Du hast ja die Gruppe Wagner erwähnt. Für diejenigen, die es nicht wissen, die Gruppe Wagner ist eine private Militärfirma im russischen Staatsdienst, wenn man so möchte, die nicht nur in der Ukraine sehr aktiv ist, sondern auch an anderen Standorten. Beispielsweise kommt mir jetzt in den Sinn Mali, da hat es ja auch den Vorwurf gegeben, die Gruppe Wagner inszeniere hier Kriegsverbrechen, die der französischen Armee angelastet werden sollen. Meine Frage in dem Zusammenhang ist generell in Richtung Propaganda, Desinformation gehend, auch und insbesondere im Zusammenhang mit der Ukraine. Der Chef dieser Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigozhin, hat ja vor kurzem eingeräumt, er habe eine Trollfabrik nicht nur gegründet, sondern auch geleitet. Und das führt mich natürlich dann auch zur Frage im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Wie schaut es da aus mit der Wahrheit? Ist die Wahrheit ein Kriegsopfer? Propaganda, Desinformation, wie erfolgreich war Russland in diesem Zusammenhang? Also weniger erfolgreich, als viele vermutet und / befürchtet haben. Da hat man gesehen, wo die Grenzen der Nutzung digitaler Plattformen ist. Also erstens haben wir alle mit der Hand, sozusagen, also die Gesellschaften als solches, haben diesen Sprung, der zur Stadt gefunden hat, noch nicht erinnerlich. Sozusagen, wir müssen erst als Einzelne, als BürgerInnen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Wir haben auch ein Problem beim Journalismus. Also sozusagen die große Sparprogramme von Medien in den vergangenen Jahrzehnten, die eindeutig auf die Qualität gegangen sind. Also sozusagen die Hauptaufgabe eines Journalisten ist es, eine Geschichte zu prüfen. Ja, und nicht einfach, ich habe gehört, ich habe gelesen, ich gebe einfach wieder. Ja. Das ist eigentlich die wichtigste Funktion eines Journalisten, dass das Filter funktioniert zwischen eine Information und einem Leser, einer Leserin, einem Hörer, einer Hörerin. Und die hat sich, also die Anzahl der Journalisten, der internationalen Korrespondenten ist wirklich massiv geschrumpft. Also auch Qualitätsmedien sind übergegangen, sozusagen lokal einzukaufen und so, ja, und begonnen mit den Bildern, aber auch Bilder sagen sehr viel aus, ja. Also sagen, man sieht auch, es gibt auch wirklich auch eine gezielte Angriff auf Kriegsberichterstatterinnen vor Ort, gibt es, ja. Weil klar, weil die wissen, ein richtig geschossenes Bild, ein richtig geführtes Interview vor Ort kann wirklich entscheidend sein für eine öffentliche Meinung. Und das ist einem ein Problem. Und natürlich auch die Online-Medien, wo jeder plötzlich sich berufen fühlt, Journalist zu spielen. Ja, ich habe was gelesen, tippe ich rein, weg. Ja. Und das haben wir alle, sozusagen diese Komponente haben wir unterschätzt. Aber umgekehrt haben es die Russen überschätzt, ihre Rolle. Ja, weil erstens sind die Ukrainer sind nicht auf den Rudeln super dahergeschwommen. Das sind nicht irgendein Bauernvolk, sondern die sind technologisch ebenbürtig oder sogar besser. Ja, also das hat auch sozusagen diese Geschichten mit den kleinen Einheiten, die mit kleinen selbstgesteuerten Drohnen die Panzer zum Stillstand gebracht haben. Das sind alles sozusagen Urban Legends, die aber wirklich dazu beitragen, dass das Ganze noch einmal das Solidaritätsgefühl gestärkt wird. Aber man kann es auch übertreiben, ja, und man kann inzwischen mit modernen Tools genau analysieren und schauen, wo was gesagt wurde, warum so. Ja. Es reagiert auch die öffentliche Hand, es wird investiert jetzt in Forschung und Technologie, damit auch Behörden in der Lage sind, mit leichten Mitteln, darum geht es, es geht nicht
immer großartige Videoanalysen machen zu müssen, sondern dass man es mit einfachen Tools, einfachen Methoden, dass man es schafft. Zum Beispiel, es gibt gerade ein großes nationales Sicherheitsforschungsprojekt, DefalSIF-AI, wo das BMLV und wir gemeinsam mit dem AIT wirklich sozusagen forschen, wie man falsche Informationen besser erkennen können, die Ergebnisse nachvollziehbar macht. Weil das ist ja, es geht ja darum, dass bestimmte Ereignisse, die wir vernehmen, nachvollziehbar gemacht werden, damit wir wissen, da. Ich war bei den 40 Jahren in Schleining, wo eine Kollegin aus Carnegie und uns ganz bildlich dargestellt hat, den Zusammenhang zwischen der Ostukraine, Zentralasien, Burkina Faso, Brasilien und die grüne Wende. Die Olivia Lazaro, oder? Ja, genau. Nein, das war nicht die Lazaro, das war die andere, die mit dem rumänischen Namen. Ja. Vergessen schon. Und da war das, mit Hilfe von AI haben sie sichtbar gemacht, es geht um seltene Erden, die wir brauchen als Europäer für die grüne Wende, die in der Ukraine gelagert werden. Ganz wichtig, darum geht es auch. Es geht nicht nur um die nationale Story, sondern es geht um Lagerstätte von wichtigen Rohstoffen. Und zwar ist ein großer Anteil von Lagerstätten befindet sich dort. Und die Abbaustellen sind in Zentralafrika. Der Herr Wagner, wie sie sich interveniert haben in Zentralafrika, sie haben die Hauptstadt gleich übergangen, sie sind sofort gegangen zu den Minen. Und die Abbaufirmen, das ist Wagner, aber zusammen mit chinesischen Firmen. Also gibt es auch diese Verbindung, da geht es um Geschäfte. Es geht ja nicht um Politik, es geht um Geschäfte. Und in Burkina Faso wurde ein ganzer Putsch organisiert, weil die vorherige Regierung den Vertrag nicht unterschreiben wollte. Also wieder geputscht und es wird ein Vertrag unterschrieben. Ja? Und die Franzosen sind leider wehleidig. Ja? Oh, die Wagner sind dann, wir sind böse, wie sie ziehen jetzt ab. Und das ist eigentlich man geht genau in das Messer, läuft in das Messer sozusagen der Wagner-Gruppe, weil das genau das wollen sie, destabilisieren. Die beleidigen mit Kriegsverbrechen, Vorwürfen und sonstige Dinge. Also die Franzosen sehr schnell beleidigt. Ja, solche undankbare Leute, wie gehen die jetzt? Und dann nehmen sie gleich die EU mit. Ja, und dann überlässt du das Ganze. In Brasilien ist es schiefgegangen. Die Wahlbeeinflussung, die es auch gab. Die ist schiefgegangen. Also da gibt es Zusammenhänge. Das ist kein Geschichtendruckel. Das sind keine Fragen aus dem Publikum kommen. Ich finde es keine Geschichtendruckel. Ich hätte selber in dem Ausmaß nicht geglaubt. Ja? Das sind Dinge, wo ich denke mir, okay, findet statt. Und umso wichtiger ist, dass wir auch sozusagen auch bei den Polizeibehörden die Mittel in der Hand geben, erkennen zu können, ist etwas fake oder nicht? Und ist das beabsichtigt fake oder nicht? Weil es gibt auch Unterschiede. Wenn einer Geschichtel druckt, ja, druckt er Geschichtel oder ist er Absicht darin. Und wir brauchen sehr viel, aber die erste Stufe ist der gesunde Menschenverstand. Also wenn man eine Geschichte selber liest, muss man zweimal nachdenken, kann das stimmen? Warum kann das so sein? Und was sind die Quellen? Und vertraue ich den Quellen? Und da hat man schon mal 50% vom potenziellen Fake News selber entlarvt. Vielen Dank. Dann gebe ich mal gleich weiter vielleicht auch zurück, ja, wieder zur Ukraine. Dazu vielleicht nur ganz kurz. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, und ich glaube, die meisten haben das auch verstanden, es findet nicht nur militärisch statt, da findet auf allen anderen Ebenen auch statt. Wir haben einen Wirtschaftskrieg, wir haben einen Informationskrieg, wir haben einen Energiekrieg und natürlich auch einen Propagandakrieg. Das ist aber, glaube ich, das geht bis ins Weltall. Also der Krieg findet auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen statt. Zur Propaganda vielleicht ganz kurz, muss man sagen, wem soll denn die nützen? Also was ist die Zielgruppe? Für Putins Propaganda ist die Zielgruppe sicher nicht der Westen. Das ist höchstwahrscheinlich die eigene Einflusssphäre, das ist Russland. Für uns hingegen ist das natürlich wieder anders. Also auch wir folgen natürlich auch, was Zelensky macht, ist logischerweise Propaganda. Das ist natürlich, wir sehen ja, wie das inszeniert wird, das ist in unserem Sinne und selbstverständlich müssen wir auch da immer schauen, wieso wird diese Message an uns herangebracht und was möchte damit ausgelöst werden. Ich glaube, das ist ganz grundsätzlich fürs Verständnis wichtig einfach zu sagen. Wenn wir nämlich glauben, dass wir eben so auch erfolgreich sind mit dieser ganzen Propaganda, dass wir auf dem richtigen Weg sind,
sind und eben alle die Ukraine unterstützen, so wie wir das gerne hätten, dann können wir uns ja wieder mal anschauen, was gestern passiert ist bei der UNO-Generalversammlung. Es gab eine große Unterstützung für die Ukraine von 142 Staaten. Aber ganz wichtige, ganz große Staaten haben sich eben enthalten. Dazu gehört China, dazu gehört Indien, dazu gehört Südafrika. Das Positive ist, dass, glaube ich, Brasilien diesmal auch zugestimmt hat. Aber da müssen wir uns auch überlegen, wie können wir versuchen, auch mit diesen Ländern eben in einen Austausch zu geraten, damit eben wir nicht von Propaganda überfüllt sind, sondern dass wir wirklich versuchen können, was passiert hier, wie können wir gemeinsam arbeiten, auch im Sinne dessen, dass beispielsweise vor allem eben Indien oder auch Südafrika von einem Kriegsende ebenfalls profitieren würden, aufgrund nämlich dieser hohen Energiepreise und der Lebensmittelteuerung. Das ist bei China ein bisschen anders, prinzipiell stimme ich überein mit den Waffenlieferungen. Bei China darf man ja nicht vergessen, dass China auch sehr, sehr viel Interesse hat, immer nur an guten Beziehungen zu den USA und zu Europa, einfach weil wir der größere Handelspartner immer noch sind. Aber natürlich politisch ist das wieder anders. Das ist vielleicht dazu zur Propaganda, also wie wir versuchen können, eben auch die anderen Länder mit einzubeziehen, Informationen eben rauszugeben und natürlich auch Social Media. Und dann in Social Media passiert natürlich auch viel Propaganda. In Russland ist das ganz offen im Staatsfernsehen, also das ist jetzt sonst eher bei uns nicht der Fall. Wie man damit umgehen kann, das ist unglaublich schwierig. Ich glaube, die Journalisten selber sind es nicht. Ich glaube, es gibt Eigenverantwortung für jeden Einzelnen, dass man eben nicht alles glaubt, was man liest, dass man eben double-checken muss und eben zu schauen, was ist Propaganda, was steckt dahinter, was möchte damit erreicht werden, wer ist die Zielgruppe? Ja. Also ich denke, man muss zwei Sachen ganz wesentlich unterscheiden, nämlich die Propaganda, die direkt jetzt im Krieg stattfindet, und das, was lange Zeit vor dem Krieg stattgefunden hat, nämlich jetzt sagen wir so strategische Propaganda, um Narrative durchzusetzen. In einem Krieg, so wie es jetzt ist, da wird also gelogen, dass sich die Balken biegen. Das hat durchaus einen Sinn und Zweck. Man will die eigene Stärke erhöhen, die eigene Stärke schwächen. Ich erinnere nur an die, wann war das, im Sommer letzten Jahres, wo die Vorbereitungen für die ukrainische Offensive gelaufen sind, wo also viele Analysten gesagt haben, die Ukraine wird das nicht mehr schaffen. Die Ukraine ist viel zu schwach, es fehlen die Waffen, die Russen sind viel zu stark und auch die waren dann wieder überrascht, dass dann der Durchbruch dort tatsächlich gelungen ist. Also das ist Sinn und Zweck am Gefechtsfeld, um den Gegner zu täuschen, um in ihre Richtung zu lenken, um eigene Aktionen zu verschleiern. Beim zweiten Punkt, nämlich diese strategische Propaganda, da würde ich nur eine Leseempfehlung geben und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es ist die Jessica Arö, sie hat da geschrieben ein Buch, das heißt Putins Armee der Trolle. Das ist herausgekommen, glaube ich, 2022. Und sie untersucht seit 2014, glaube ich, dieses gesamte Trollunwesen im russischen Raum. Und zwar, das darf man nie vergessen, ganz massiv im eigenen Land, wo er so systematisch gegen Journalisten, gegen Oppositionelle, gegen Kritiker, gegen Medienhäuser, gegen NGOs vorgegangen worden ist, ganz brutal. Und auch im Westen, speziell Finnland, Schweden und den baltischen Staaten. Also wer sich mit dem beschäftigen will, empfehle ich wirklich, das Buch einmal zu lesen. Das ist unglaublich. Und mehr will ich dazu gar nicht sagen. Vielen Dank. Vielleicht zu einer etwas unorthodoxen Frage. Man redet ja ganz gerne auch immer von der russischen Propaganda. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich gewahr sein, die Ukraine macht das ja eigentlich auch. Volodymyr Zelensky ist von einem, ich würde mal sagen, vergleichsweise eher unbekannten ukrainischen Komiker, der dann im Fernsehen aufgetreten ist, nicht nur zum Präsidenten geworden, sondern jetzt mittlerweile zu jemandem, der fast schon globalen Popstar-Status hat. Ich habe jetzt erst wieder gelesen, dass ich glaube, am 30. März oder am 30. April, ich bin jetzt nicht ganz sicher, im österreichischen Parlament auftreten soll. Wie ist da die ukrainische Propaganda, und ich bleibe mal bei diesem Begriff als quasi Arbeitsbegriff, wie ist das zu werten? Also erstens, es gibt sie natürlich, ganz klar. Kriege werden immer auch über Bilder geführt. Jeder Krieg braucht auch seine Helden, muss man ja auch sagen. Braucht sie in den Zweiten Weltkrieg anschauen, wo so speziell einzelne Soldaten herausgezogen wurden und sie als Helden aufgebaut worden sind und die dann quer durch Amerika gebunden sind, um Geld einzusammeln. Das sehen wir in der Ukraine jetzt auch. Die Ukraine macht das sehr professionell.
Und das hängt für die Ukraine halt weitestgehend ihre Zukunft davon ab, das muss man berücksichtigen, weil sie müssen sehr wohl darstellen, erstens, dass sie sich verteidigen wollen, sie müssen darstellen, dass sie bereit, dass sie fähig sind, sich zu verteidigen und dass es überhaupt wert ist, die Ukraine zu unterstützen. Weil nichts Schlimmeres wäre, als wenn sie herausstellen würde, die Ukraine kann sich gar nicht verteidigen, die Ukraine will sich nicht verteidigen, wozu würde man dann Waffen schicken, damit wäre der Krieg in Wahrheit beendet. Also die Ukraine lebt davon und sie machen das wirklich, wirklich gut. Da gibt es keine Zweifel. Ja. Ja, absolut. Das ist natürlich essentiell für die Ukraine. Die müssen natürlich den Konflikt auch in unser Wohnzimmer bringen, damit sie weiterhin die Unterstützung bekommen, die Waffenlieferungen etc. Das ist natürlich unglaublich wichtig für die Ukraine. Und sie machen das sehr, sehr professionell, auch in der Körpersprache, ganz anders, wie das natürlich auch wieder Putin macht. Und das zeigt auch, wenn man sich das anschaut, wie Zelensky steht. Er hat ja nicht dieses Staatsmännische, er hat ja immer eher diese Militäruniform und auch sein ganzer Staat rundherum ist ähnlich gekleidet wie er. Das sind alles Bilder, die erzeugt werden sollen, die zeigen, wofür er steht, während hingegen Putin immer sehr, sehr direkt mit sehr viel Macht in die Kamera spricht. Also das sind ganz unterschiedliche auch Lebensarten und Lebensweisen, die da propagiert werden sollen und ist vor allem für die Ukraine momentan natürlich essentiell und überlebenswichtig, damit wir nicht vergessen, was passiert, damit die Unterstützung weitergehen kann. Es gibt ganz viele andere Konflikte auf der Welt. Es gab letztes Jahr einen unglaublich schlimmen, schon länger andauernden Konflikt in Äthiopien. Über den haben wir natürlich kaum etwas gehört, mit auch über 500.000 Toten. Ist immer noch nicht vorbei. Die Situation ist sehr, sehr fragil. Das ist nicht in unseren Köpfen, weil natürlich da auch die Propagandamaschinerie nicht so funktioniert. Das liegt natürlich auch an der geografischen Nähe. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe jetzt dazu. Natürlich auch die Kultur, die uns näher ist. Aber das ist essentiell für die Ukraine, eben um auf dem Schlachtfeld weiterhin bestehen zu können. So tragisch das auch klingen mag. Danke. Ja, ich stimme zu, ich möchte nur die Professionalität der ukrainischen Propaganda unterstreichen und hängt auch natürlich mit dem Zufall ab, dass der Zelensky zu dem Zeitpunkt Präsident war. Wenn es ein anderer Präsident, wenn der Poroschenko dort Präsident wäre, wäre das ganze Narrativ ein anderer, wahrscheinlich ein schlechterer. Und der ist ein Komiker, der ist vom Beruf aus jemand, der auftritt. Und das heißt, für ihn war das kein großer Unterschied, sozusagen, der hat eine groß größere Bühne. Das heißt, es war für seine Medienleute einfacher, ihm so zu schicken, hinauszuschicken, als jetzt einen klassischen Politiker, der halt von sich aus immer mit einem Minus beginnt. Ja. Also ich glaube, das war eine Glücksfrage. Man kann auch lernen für andere Konfliktherde, also sagen, dass man, wenn zum Beispiel NGOs Leute beraten, dann bitte mach's dann, schaut Zelensky an und schaut, dass ein Rebellenführer XY irgendwo, ja, der gegen ein schlechtes Regime her, der muss auch ein bisschen dort lernen. Also das ist klar, ein legitimer, sage ich einmal, ein legitimer Teil der Kriegsführung, sage ich einmal. Und wir müssen natürlich auch unterscheiden, was es jetzt war, was es nicht war. Natürlich wird pointiert, formuliert, wird sozusagen unterstrichen, andere Dinge werden weggelassen. Ich bin froh zum Beispiel, dass das dann letztendlich doch gelungen ist, einige Leute auch zu entfernen, sozusagen dieser Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist extrem wichtig und das wird immer wichtiger werden. Weil also davon wird auch die längerfristige Unterstützung hängen, ob sie glaubhaft uns machen können, dass sie auch in ihren Reihen trotz Krieges auch immer wieder schwarze Schafe entfernen. Es sind sicher mehr, als die jetzt sichtbar sind, ja, aber zumindest scheint das gut zu funktionieren bis jetzt. Vielen Dank. Du hast das vorhin eh auch schon angesprochen, deswegen geht jetzt mal die Frage an euch beide. In erster Linie, man hat ja in den vergangenen Jahren den Eindruck gehabt, man kann sich nicht recht wehren gegen Desinformation, gegen Propaganda, vor allem gegen so russische Versuche der Einflussnahme der Desinformation. Ich würde das gerne mit einem praktischen Beispiel auch nochmal kombinieren, und zwar zu Beginn der Invasion beziehungsweise davor haben die Vereinigten Staaten ja sehr offensiv angefangen, die Öffentlichkeit zu informieren mit Nachrichten, die von Erkenntnissen in Richtung, wir glauben, dass Russland angreifen wird, wir glauben, das wird dann und dann passieren und auf diese und jene Art und Weise. Dazu zwei Fragen. Die erste ist, gibt es eine Möglichkeit, dass man dieser Desinformation, dieser gezielten Desinformation und auch vor allem der Einflussnahme entgegenwirkt auf österreichischer Ebene, auf europäischer Ebene, und dazu in diesem Zusammenhang,
Ist das eventuell auch eine Möglichkeit, dass man dann sagt, man hat eben nachrichtendienstliche Erkenntnisse, man macht das öffentlich, wenn das geeignet ist? Das ist vielleicht eher eine Frage für dich, Gerhard. Obwohl mich das Thema sehr interessiert. Der erste Punkt, der mir jetzt immer wieder auffällt, ist, dass man sich immer bewusst sein muss, dass man Desinformation unterliegt. Und wenn man das nur weiß, dann kann man den entsprechenden Gegenmaßnahmen beginnen, wenn man selber gar nicht draufkommt, dass man eigentlich da nur ein Narrativ von welcher Seite auch immer nachklappert und nur dreimal nachdenken braucht und dann draufkommt, dass er bitte eigentlich gar keinen Sinn, dann wird es schwierig werden, dagegen vorzugehen. Was die Geheimdienste angeht, das ist natürlich eine ganz heikle Geschichte. Die Masse der Informationen, die Geheimdienste produzieren, das sind Entscheidungsgrundlagen für Staatsführungen. Die werden nicht öffentlich gemacht. Manchmal ist es auch besser, dass es nicht öffentlich gemacht wird. Und wenn es öffentlich gemacht wird, muss man sich gut überlegen, was dahinter steckt. Im Ukraine-Krieg haben die Nachrichtendienste völlig recht gehabt. Ich sage aber, im Irak-Krieg sind die Nachrichtendienste anders genutzt worden. Und die Information öffentlich zu machen, dass es chemische Waffen gibt, war jetzt nicht besonders sehr hilfreich für die ganze Region vor dem letzten Jahr. Ganz kurz, ich glaube, du hast das Wesentliche gesagt. Es gibt natürlich diese Informationen, Sie hatten recht, wir haben es alle nicht geglaubt. Es haben auch viele Ukrainer nicht geglaubt, bis in die höchsten Kreise, bei den Ukrainern nicht. Ich habe mit einem gesprochen und dasselbe gilt für die Russen. Ich habe mir 2 Tage davor von Fjodor Lukjanov, einer der bekanntesten russischen Analysten und aus deren Namen Kreml, ein Interview angehört. Und er hat das absolut abgelehnt, weil das auch aus seiner Sicht absolut sinnlos wäre für eben Russland. Also das ist einfach wirklich schwierig, das wirklich rauszufinden. Dazu muss man natürlich sagen, es hat ja auch ein Jahr davor schon im April diese großen Truppenbewegungen gegeben an der ukrainischen Grenze. Und da ist nichts passiert. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, gut, die haben vielleicht ausgetestet, wie reagiert der Westen, die haben nicht reagiert, etc., sind auf ihre Maximalforderungen später auch nicht eingegangen. Am Ende wissen wir es natürlich nicht, aber das ist natürlich das große Dilemma, in dem wir uns befinden. Und ich glaube tatsächlich, dass auch Putin bis kurz bevor er den Befehl gegeben hat, den auch nicht geben hätte müssen. Also das ist auch immer noch die Möglichkeit. Das ist ein ganz kleiner Kreis offenbar, der wirklich gewusst hat, dass diese Möglichkeit tatsächlich besteht, unter anderem die Geheimdienste. Das heißt aber nicht, dass das wirklich passieren hätte müssen. Es ist passiert, es ist furchtbar und das ist natürlich ein Problem, mit dem wir jetzt da sind und vor allem auch die Ukraine. Vielen Dank. Eine Frage im Zusammenhang mit dem, was du gesagt hast, zum Austesten vielleicht. Ja. Mir ist jetzt einfach die Assoziation jetzt gekommen, dass im vergangenen November ja eine Rakete eingeschlagen ist auf polnischem Gebiet. Im Zusammenhang mit der Idee, Russland würde austesten, wie weit geht der Westen oder wie weit kann man provozieren oder wie weit kann man gehen, bis man zu einer roten Linie gelangt. Da würde mich interessieren, wie da eure alle Einschätzung ist. War das vielleicht so ein Austesten, war es ein Unfall? Vielleicht können wir die Zwischenrufe aus dem Publikum eher einstellen. Wieso? Naja, wir machen dann nachher noch eine Diskussion mit dem Publikum. Dann, die USA haben gesagt, es ist eine ukrainische Rakete. Genau, absolut. Das wurde natürlich gesagt, die Ukrainer haben es dann wieder dementiert, etc. Im Endeffekt ist das natürlich wichtig trotzdem damit, ob man das quasi wichtig ist, wie die Polen reagiert haben. Ganz sofort. Und ich denke, das war schon sehr, sehr maßgeblich, weil die haben nicht versucht zu eskalieren, weil im ersten Moment wusste das niemand, so ehrlich muss man sein. Das ist ja dieses Riesenproblem bei diesem Krieg, dass wenn so etwas passiert, dass eine Eskalation passieren kann, ohne dass man es will, weil man eben glaubt, das ist jetzt absichtlich auf Polen irgendwie diese Rakete von mir aus eben da gezielt worden. Die Polen haben sehr, sehr vorsichtig reagiert. Wenn man sich anschaut, wie ansonsten die Polen, ganz anders als zum Beispiel eben die Deutschen oder auch im anderen Maß auch die Franzosen, wie sehr die pushen, mehr Waffenlieferungen. Wir haben schon immer gewarnt vor dem imperialen Russland. Schaut uns unsere Geschichte an, etc. Da hat man schon gesehen, wie auch die Polen versucht haben zu deeskalieren und sehr, sehr still zu sein, bevor man nicht wirklich weiß, was passiert, weil eben die Gefahr einer Eskalation, wenn das natürlich Absicht gewesen wäre, auf NATO-Territorium
unglaubliches Ausmaß hätte annehmen können, bis hin zu einem, ich sage es ganz offen, auch einem erneuten Weltkrieg. Und das möchten natürlich auch die Polen vermeiden. Vielleicht, das ist, glaube ich, eher das Wichtigere, wie ob jetzt die Rakete jetzt, woher sie dann tatsächlich kam. Ich glaube, es war ein Versehen, aber okay, das, so viel dazu. Ich glaube, das Austesten hat, wenn, dann in den ersten Tagen stattgefunden, seitdem nicht mehr. Weil das war ziemlich ab dem Moment, wo der Westen so klar und eindeutig und solidarisch reagiert hat, war es klar, da gibt's sozusagen nichts mehr. Also man probiert natürlich, die öffentliche Meinung zu spalten. Es gibt natürlich Trollfabriken, die gezielt arbeiten. Es gibt auch diese Verbindung, ja, die nachgewiesen ist, zwischen Covid-Leugnern zur Russland bestehen, gibt es, ja. Und das sind auch nachgewiesene Fakten, dass der Kreml massiv dahinter steht. Es gibt auch die massive Unterstützung für rechtsextreme Parteien, auch finanzieller Natur. Es gibt auch ein paar Linkextreme auch, aber das sind die eher kleine Minderheit. Also sind hauptsächlich der Hauptfokus vom Kreml ist dort. Aber, also sagen auf dem kriegerischen Gebiet, sie würden sich nie wagen. Also jedes Millimeter würden sie sich genauer abmessen, dass ja nichts passiert. Das ist mir klar. Also das ist nicht im Interesse Russlands. Im Interesse Russlands ist es, dass der Krieg sehr lange dauert, dass sie möglicherweise dann die öffentliche Meinung im Westen sich abnützt, ist durch Wahlen neue Leute an die Macht kommen. In Italien ist es nicht gelungen, es sind Rechten an die Macht gekommen, aber die Rechten, die auch zu Zelensky stehen, und so wie da ist nichts passiert. Und Berlusconi. Zwischenrufe von Berlusconi sind auch in Italien wurscht inzwischen. In Frankreich ist das nächste Game. Ja, 27 ist dann ein großes Game, was passiert, wenn die Marine Le Pen an die Macht kommen sollte, ja, dann hat der Putin, also das System Putin einen Freund, eine Freundin. Aber nicht so viel ist lange. In Brasilien ist das nicht gegangen. Also ich glaube, das spielt sich eher in der Ebene, wo man versucht, Wahlen zu beeinflussen, demokratische Prozesse in Frage zu stellen, Delegitimierungen von Regierungen, eher dort. Im operationellen Bereich, glaube ich, sozusagen auch auf der Kriegsfront, da sehe ich keine Gefahr. Die Russen wollen, glaube ich, nicht eskalieren. Und ich glaube auch nicht an diese, ich habe auch nicht diese große Angst vor der nuklearen Option. Ich glaube, diesen großen Hype, den es gab, der wurde, glaube ich, auch von Russland geschürt. Die haben ja aber auch, ne? Und die schicken immer die Medien fort, wenn sie so Meldungen schießen wollen. Aber ich glaube es auch, weil es gibt letztendlich ist auch ein vernünftiges Regime. Letztendlich geht es um Vernunft. Es sind zwar verschiedene andere Ideologien dahinter, aber das sind genauso vernünftig, wie die Ayatollahs im Iran vernünftig sind. Ich glaube nicht, dass bewusst jemand diese Option in Erwägung zieht. Also, und deswegen würde ich auch davon warnen, das zu sehr in die Kalkulation einzubeziehen. Ja, weil das ist schon alles gesagt worden, fast alles. Das Austesten findet immer statt, sogar im Vorfeld von Konflikten. Das hat es in der Nordsee gegeben, und zwar durch Flugzeuge, durch U-Boote, und zwar schon Jahre davor. Wir sehen das im Taiwan-Konflikt genauso. Auch dort fliegen immer wieder chinesische Flieger in den taiwanesischen Raum und testen aus, was die Reaktion ist. Wir brauchen aber gar nicht so weit schauen, das findet dann im Mittelmeer regelmäßig immer wieder statt, und zwar zwischen Griechenland und der Türkei. Auch dort findet sowas statt. Also das ist durchaus normal. Aber es ist eine gewisse Rationalität dahinter. Einen Punkt würde ich aber noch sagen, die Geschichte mit diesen Raketenteilen in Polen, das war ein ganz kritischer Moment. Und wie die Polen, speziell Polen, da reagiert hat und wie in Wahrheit auch andere Kriegsteilnehmer da reagiert haben, war schon sehr professionell, weil man soll sich nicht der Illusion hingeben, dass ein Krieg immer kontrollierbar ist. Ein Krieg ist keine Klassenausfahrt. In einem Krieg verliert man relativ schnell über Teile seiner Armee die Kontrolle oder es passieren Unfälle. Das kann man nicht vermeiden. Das Wichtige dabei ist aber, dass die Konfliktparteien rational bleiben und schlussendlich doch noch miteinander kommunizieren, um solche Vorfälle nicht dazu führen, dass es so weit eskaliert, dass wir auf einmal einen großen Weltkrieg verursachen. Und das ist in Polen bei dem Vorfall Gott sei Dank gelungen. Wird aber, bin ich überzeugt, wieder irgendwann mal passieren. Vielen Dank. Zur Frage des Kalküls vielleicht noch. Man hat eigentlich seit Beginn des Krieges immer wieder gesehen, dass Russland eigentlich gegen die ukrainische Zivilbevölkerung
vorgenommen hat. Es hat jetzt oft geheißen, das sei Kalkül, das soll wirklich Angst und Furcht in der ukrainischen Bevölkerung hervorrufen. Beziehungsweise merkt man auch immer wieder, dass Russland auch tatsächlich ukrainische Infrastruktur angreift. Da wird auch von verschiedenen Analysten die Meinung vertreten, das sei eben um durchzuführen, andere sagen andere Sachen. Dazu mich würde eure Perspektive, eure Sichtweise darauf interessieren. Die meisten sagen, es sind Kriegsverbrechen, die Russland hier begeht. Ich würde das gerne mal jetzt nicht werten, sondern nur mal die Frage in den Raum stellen zur Diskussion. Ja, vielleicht, ich glaube, viel kann ich dazu nicht sagen. Es ist mir kein Krieg bewusst, wo es nicht auch zu Kriegsverbrechen, glaube ich, gekommen ist. Das ist leider eine Sache, die dürfen wir nicht vergessen. Ich hatte das Glück, noch nie in einem Krieg gewesen zu sein. Ich bin in Österreich geboren. Mit allen Konflikten, mit denen ich mich jetzt auseinandergesetzt habe, ist das leider so, dass man eben, wie du ganz richtig und wichtig gesagt hast, man kann einen Krieg nicht immer kontrollieren. Es ist einfach nicht möglich. Man kann auch nicht immer alle Einheiten etc., wo die sind und was die machen, kontrollieren. Wenn man natürlich diese Bilder aus Butcher sieht und die gibt es, da gibt es auch mittlerweile auch schon Analysen, also Satellitenanalysen, wann sind die Russen abgezogen, wann sind eben diese Leichen mit den Händen, mit den verbundenen Händen dargelegen. Also das macht Human Rights Watch, die sind da vor Ort, die machen das. Ich glaube, das wird höchstwahrscheinlich, kann ich mir kaum vorstellen, dass man das nicht als Kriegsverbrechen werten kann. Dasselbe, was natürlich in Isium passiert ist, wenn man da 450 Gräber findet, wo Kinder unter anderem begraben sind, das sind sicher keine Soldaten. Also das wird höchstwahrscheinlich nicht so sein. Im Endeffekt ist aber, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es irgendwann eine große und ich finde auch eine sehr wichtige Frage für eine Nachkriegszeit. Das ist unglaublich wichtig für die Zukunft eines Volkes, auch für die Zukunft des Zusammenlebens untereinander mit den anderen, eben diese Dinge aufzuarbeiten, Fakten zu schaffen, im besten Falle natürlich auch zu Urteilen zu kommen, aber da geht es auch ganz viel um persönliche, um diese Versöhnung, die dauert Jahrzehnte, das ist kein einfacher Prozess, aber das ist dieser Teil der Aufarbeitung ist einer davon. Und dann steht natürlich noch die ganz große Frage mit Genozid im Raum, die ich auch nicht beurteilen möchte. Es gibt Indizien, die das besprechen, auch je nachdem, wie man natürlich Genozid dann interpretiert, auch in der Konvention. Aber zum Beispiel die Entführung von Kindern, Tausenden von Kindern und Umerziehung von Kindern, das kann man in so eine Richtung interpretieren, wenn man will. Ich glaube, das muss man wirklich dann schon den Juristen auch überlassen und auf internationale Gerichtsbarkeit, die hoffentlich irgendwann in der Lage sein wird, auch Zugang zu haben. Wir haben jetzt ja nur Zugang zu den befreiten Gebieten, das heißt, ist jetzt ja in Butscha und in Isum gewesen und dann auch in Kharkiv und anderen Regionen, aber wir wissen ja nicht, was passiert in den von Russland besetzten Gebieten momentan. Da haben wir ja keine Menschenrechtsbeobachter oder Human Rights Watch. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe auch für später und es ist unglaublich, was auch die Organisationen leisten, die sich das anschauen. Es ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, die Beweise zu sammeln, diese dann auch aufzuarbeiten und dann auch zu bewerten. Was sind Kriegsverbrechen? Kriegsverbrechen sind alle Handlungen in einem Krieg, die gegen das Kriegsvölkerrecht verstoßen. Und Krieg gegen Nichtkombatanten sind einfach Kriegsverbrechen. Also wer auf Zivilisten schießt, wer auf Unbeteiligte schießt, wer Kinder verschleppt, wer Frauen vergewaltigt, ist überhaupt keine Diskussion, dass es Kriegsverbrechen sind. Ein Punkt, komme ich nochmal auf das zurück, was du auch gesagt hast und was ich davor gesagt habe, ein Krieg kann man nicht immer unter Kontrolle halten. Also ich kenne jetzt auch kaum einen Krieg, wo keine Kriegsverbrechen stattgefunden haben. Das passiert immer bis zu einem gewissen Ausmaß. Für mich persönlich, und ich bin Soldat, weil immer der Maßstab, wie ich das bewerten soll, was passiert, wenn diese Kriegsverbrechen publik werden. Und da gibt es Staaten, die verfolgen diese Kriegsverbrechen, mehr oder weniger, viel mehr, viel weniger. Es gibt Staaten, die verfolgen es gar nicht. Und dann gibt es auch Staaten, die Soldaten, die an solchen Kriegsverbrechen beteiligt waren, sogar noch belogen. Und das ist für mich eine rote Linie, die das Leben. Und wir haben also speziell, ich glaube, das war Butcher, dieser Verband, der dort eingesetzt worden ist, ist wenige Tage, wenige Wochen später von Putin belogen worden für die heldenhaften Taten in Butcher. Und das ist für mich als Soldat wirklich schwer, schwer vertragbar. Ich bin wirklich gespannt, und das gibt auch wieder 100% recht, wenn wir über eine Nachkriegsordnung reden, wird das einer der zentralen Punkte sein, wie arbeitet man das auf? Und wie bringt man dazu, zwei Völker sich wieder zu versöhnen, so dass sie nebeneinander leben können?
Zum Ersten unterstreiche ich das bisher Gesagte. Also ich bin selber auch kein Jurist. Ein Urteil darüber, welches Verbrechen wie zu werten ist, das sollten Juristen überlassen werden, beziehungsweise Leuten, die mit einem normalen, ordentlichen Rechtsprozess überlassen werden. Und was gemacht werden kann jetzt, und es wird auch gemacht, solche Prozesse zu unterstützen. Wir unterstützen zum Beispiel in der Ukraine, die Ukraine, also im Wege der EU, der zivilen EU-Mission in der Ukraine, eben bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Das machen wir zum Beispiel, indem wir Forensikkurse anbieten, und auch indem wir jetzt noch ein besonderes Augenmaß legen auf das, was wir nennen digitale Forensik, also wo es auch um Sicherstellung von digitalen Mitteln, es gibt welche, um sicherstellen, dass Beweismittel als solche auch gewertet werden können beim Gericht. Das heißt, dass sie unveränderbar gemacht werden, weil wenn du ein Video hast, wo da irgendwas dokumentiert ist und jedes Mal, wenn du es klickst, wird das neu gespeichert, dann ist das Video zwar, es sagt zwar aus, das aus, aber es ist wertlos in einem Gerichtsverfahren. Das heißt, es gibt technische Unterstützung, die notwendig ist, und das macht auch Österreich. Das ist sehr, sehr wichtig. Und sozusagen zum zweiten Teil, es gibt diesen Begriff Transitional Justice. Das ist ein Schlüsselbegriff in jedem Prinzprozess, tut da oft. Natürlich, die Leute, die verhandeln miteinander, sind meistens nicht jetzt die Good Guys. Das sind schon Leute, die Blut in ihren Händen haben. Aber wenn du so eine Krieg, und dann ist immer ein Abtausch, unterschreibe ich sozusagen des Friedenswillens einen Vertrag und sozusagen, sehe ich über die Verbrechen hinweg. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Also man muss mal eine Balance haben, man muss auch die Zeit sich nehmen. Aber es ist wichtig, dass es nachhaltig ist, dass es dann zu einer gewissen Aufarbeitung, es muss nicht alles gerichtlich erfolgen, es gibt auch außergerichtliche Mechanismen der Aufarbeitung von Verbrechen, gibt es auch. Aber es ist wichtig, dass es stattfindet. Es ist auch in der präventiven Sicht wichtig. Also es ist wichtig auch für die Zukunft, dass mindestens die ganz großen Eliten wissen, ich komme nicht ungeschoren davon. Und das ist etwas, die sagen, der Milosevic-Prozess war extrem wichtig für die gesunde Weiterentwicklung der Staaten des ehemaligen Jugoslawiens. Du wirst nicht jeden bestrafen können, und das ist, also ich mache mal, ist sogar gut, dass du in einer gewissen Weise Mechanismen haben, in denen sich Täter und Opfer irgendwie versöhnen können miteinander. Das verstehe ich und das ist gut. Aber es muss es auch ein Element geben, wo Gerichte vorgehen. Aber wie gesagt, das alles müssen rechtskundige Leute tun, mit ordentlichen Verfahren, mit auch ordentlichen Möglichkeiten für die Verteidigung und auch sozusagen für allfällige Zeitinstanzen. Das ist ganz wichtig. Deswegen dauert es auch sehr lang. Sozusagen, wir haben jetzt Prozesse in Kosovo, die jetzt stattfinden, wo es auch die Sieger betreffen, ja. Das sind nicht die, die verloren haben. Die Kosovaren haben ja gewonnen und trotzdem sogar ein ehemaliger Staatspräsident vor Gericht gekommen. Und das ist wichtig, dass das passiert. Ja, sozusagen, es darf nicht zu einer Siegerjustiz kommen. Und daher ist auch wichtig, auch allfällige ukrainische Verbrechen zu untersuchen und nachzuverfolgen. Also diese Gewissheit muss jeder haben. Wenn ich etwas tue, ein Verbrechen ist ein Verbrechen. Ist ja wurscht, ob die Masche Krieg dazu hängt oder nicht. Verbrechen gehören abjudiziert. Weil sonst sind wir nicht glaubwürdig. Vielen Dank. Vielleicht noch eine abschließende Frage, bevor wir dann zur Diskussion mit dem Publikum kommen, wo ich gemerkt habe, dass das ein paar Leute schon gar nicht mehr erwarten können. Wir haben jetzt auch schon angesprochen, ein paar Mal den Ausblick auf eine mögliche Nachkriegsordnung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Frage wie aus der Gaskugel, deswegen kann man es vielleicht nicht mit alter Gewissheit beantworten, aber wie geht's jetzt weiter? Was ist der Way Ahead? Gibt es die Möglichkeit, wie man es vor einem Jahr beispielsweise noch gesagt hat, mit Russland tatsächlich doch noch zu einer tagfähigen europäischen Sicherheitsordnung kommt, obwohl eben dieser Krieg in der Ukraine schon so lange andauert und eben auch sehr erschreckend ist? Was muss passieren? Was wird vielleicht passieren? Wie ist da eure Einschätzung? Ich beginne vielleicht mal kurz. Ich meine, das große Problem ist natürlich, dass der Krieg nicht zu Ende ist. Und solange natürlich die Ukraine und auch Russland der Überzeugung sind, sie können den Krieg militärisch gewinnen, gibt es ganz, ganz wenig Möglichkeiten, ganz, ganz wenig Spielraum, überhaupt über den Beginn oder den Beginn, nicht mal Beginn, sondern über Voraussetzungen zu sprechen, in welchen quasi Verhandlungen in einem späteren Stadium
stattfinden könnten. Und wir sind noch ganz, ganz weit entfernt von irgendwie einem Friedensabkommen zu reden. Also da geht es vielmehr noch um praktischere Dinge, wie man sieht ja, es passiert ein bisschen was, also diese Diplomatie, die auch stattfindet, über die wir auch wenig reden, ob da vielleicht mehr passieren kann, stille Diplomatie. Es gibt ja Gefangenenaustausch, Austausche, es gibt ja diesen Grain Deal. Es gab ja auch die Möglichkeit, dass sehr die militärische da, die wo man sagt, das ist wahrscheinlich, gab es da auch einen Deal bei Kasachstan, dass 30.000 Soldaten sich zurückziehen konnten. Auch da heißt es, da gibt es einen Austausch. Wir hatten jetzt Biden in Kiew. Ich nehme ganz, ganz stark an, dass die USA den Russen das irgendwie mitgeteilt haben, damit da nicht zufällig etwas passiert, um eben so eine Eskalation zu vermeiden. Also dazu kommt natürlich noch, dass die Ukrainer selber, vor allem innerhalb der Bevölkerung, Zelensky, Spielraum sehr, sehr eng, weil einfach territoriale Zugeständnisse für die Ukrainer und Ukrainerinnen momentan unglaublich schmerzhaft und kaum zu verkraften sind. Das sagen alle Umfragen. Das ist einfach so mal der Kontext, der es einfach sehr, sehr schwierig macht. Das heißt, wie der Krieg aussehen wird, hängt ganz maßgeblich davon ab, was momentan auf dem Schlachtfeld tatsächlich passiert. Geht dann darum, wie kann man die Ukraine vielleicht dahin bringen, dass sie, sollte sie irgendwann unter welchen Voraussetzungen selber eben sagen, gut, wir möchten beginnen mit irgendwelchen Partnern, wer auch immer die sind, über Voraussetzungen und eine Lösung zu reden, dann finde ich, sollte der Westen das zumindest nicht verhindern. Das ist eine ganz wichtige, finde ich, eine ganz wichtige Basisgrundhaltung, weil wir haben auch unterschiedliche Interessen, auch im Westen. Wir können uns erinnern, Boris Johnson hat gesagt, es ist keine Zeit für Verhandlungen, it's time for victory. Und auch solche Sachen, dass man da eher in Zurückhaltung und im Austausch mit den Ukrainern eben versucht auszuloten, was irgendwann vielleicht nicht nur wünschenswert ist, sondern de facto auch machbar. Das ist vielleicht so die Sache zur Ukraine, was das dann für Geopolitik bedeutet. Es ist am 24. Jänner hat das Bulletin of Atomic Science herausgegeben, dass die Welt sich noch nie so nah an einer nuklearen Katastrophe gefunden hat wie jetzt. Das heißt nicht, dass sie passiert, aber es ist schon etwas, das inkludiert auch 62, also inklusive der Kuba-Krise. Da geht es nicht nur um die Ukraine, da geht es prinzipiell um den Stand der Abrüstung auf der Welt. Es gibt nämlich kaum mehr Abrüstungen. Putin hat jetzt die Verlängerung des DAG aufgekündigt, das ist wenig überraschend. INF gibt es nicht mehr, der Iran-Nuklear-Deal wird wohl auch nicht mehr zustande kommen, Open Skies, you name it, es geht so weiter und so fort. Und wenn wir natürlich auch diese Message weiter verbreiten, dass wir sagen, umso mehr Atomwaffen, wenn ich die habe, umso sicherer bin ich, dann glaube ich, und es daneben aber keine Abrüstungsmöglichkeiten oder wenig Initiativen dafür gibt, dann glaube ich, dass wir uns prinzipiell nicht in eine sichere Welt bewegen. Okay. Österreich war da maßgeblich beteiligt am Atomwaffenverbotsvertrag, hat eine große Zustimmung von, ich glaube, mittlerweile schon über 90 Länder haben ihn unterzeichnet, aber natürlich keine Atommacht und auch keine, der natürlich unter diesem nuklearen Schirm prinzipiell ist. Internationale Organisationen sind extrem blockiert. Die OSZE, wir haben heute die parlamentarische Sitzung und gestern, die können absolut nichts machen. Es ist schon letztes Jahr, haben die kein Budget zusammenbekommen, die ist total blockiert. Das ist das einzige multilaterale Forum, wo zumindest offiziell Russland und die Ukraine noch gemeinsam in einer Organisation neben den Vereinten Nationen an einem Tisch sitzen sollten. Das funktioniert nicht. Die Vereinten Nationen, Sicherheitsrat, ich glaube, ich muss es nicht erklären, ist auch blockiert. Es gibt natürlich die UNO-Generalversammlung, die hat ja gestern auch wieder etwas verabschiedet. Aber auch da muss man sagen, es ist halt leider, es scheitert halt einfach an diesen anderen Staaten, die einfach wie eine große Anzahl an Bevölkerung auch tatsächlich repräsentieren, die wir einfach da nicht vergessen dürfen. Prinzipiell glaube ich, dass es auch, NATO wurde erwähnt, es scheint keine Alternative zur NATO zu geben. Schweden und Finnland werden der NATO beitreten, das wird höchstwahrscheinlich passieren. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das für Europa auf lange Sicht? In Bezug auf diese sogenannte strategische Autonomie, die war vor 2-3 Jahren noch hoch im Kurs, als man gemeint hat, NATO ist obsolet, wie Trump das gesagt hat, oder Brain Dead, wie Macron das gesagt hat. Jetzt haben wir dieses neue Revival der NATO, das ist die einzige Möglichkeit. Und ich glaube schon, dass Europa sich auch angesichts, wenn man mehr in die Zukunft blickt, sich schon Gedanken machen muss, wie man sich selber schützen kann. Also diese eigene Sicherheitsarchitektur auch wirklich auch vielleicht ein bisschen unabhängiger von den Amerikanern auch schaffen kann. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, eine sehr langwierige Aufgabe. Ich glaube, sie ist sinnvoll. Und ich glaube, es wird uns früher oder später vielleicht nichts anderes übrig bleiben. Wir haben Wahlen in den USA nächstes Jahr.
wird sich höchstwahrscheinlich vielleicht nicht daran ändern, auch in Bezug auf die Ukraine, aber wir wissen es nicht. Und ich glaube schon, Europa muss auch schauen, wie wir uns in der Welt positionieren, auch mit den USA gemeinsam, aber auch in Bezug auf internationale Sicherheit. Und als letzten Punkt geht es natürlich noch um die Energiefrage. Es wird uns nicht möglich sein, nur mit demokratischen Staaten Handel zu treiben oder unsere Energie zu versorgen. Aber wir müssen natürlich schon schauen, dass wir nicht in solche Abhängigkeitsverhältnisse geraten, wie das jetzt der Fall war mit Russland, dass wir eben auch erpressbar werden und wie wir eben auch unsere Umwelt auch nachhaltig gestalten können, um so auch einen Beitrag zu einer gerechteren Welt zu gestalten. Das war jetzt zum Punkt 3. Mir fällt jetzt kaum etwas ein, was ich ergänzen kann. Es stimmt alles zu 100%. Dem Motto, die Antwort ist gut genommen. Ja, weil da einfach alles angesprochen worden ist und dass es in die nächste Zukunft geht und was uns als Europäer betreffen wird und was uns als Österreicher betreffen wird, ist, wie geht es mit der EU weiter? Wie geht es mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik weiter? Welche Rolle werden wir dort einnehmen? Was wird Österreich da machen oder wird die nicht machen? Ich bin mir nicht sicher, wie die Zukunft aussieht, kann ich auch nicht, weil das ist der Facebook gewesen. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es nicht mehr so wird wie die letzten 30 Jahre. Also das kann man vergessen. Wer glaubt, dass wir einfach für Friedensgespräche sagen, okay, jetzt gehen wir zurück ins Jahr 1999, wer irrt, das wird nicht mehr so werden. Wir werden eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa brauchen und das werden unruhige Zeiten werden, sage ich einmal. Ob das dann schlussendlich in die Richtung geht, so wie es der Professor Gärtner, glaube ich, gestern oder heute geschrieben hat, dass wir einen neuen eisernen Vorhang quer Europa bekommen, oder ob es einen Weg gibt, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, wo wir auf freie, demokratische, selbstbestimmte Staaten, die sich gegenseitig überfallen, setzen können, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ein Punkt ist aber, und das ist mein letzter Punkt jetzt, also sicher, also Russland wird nicht von der Karte verschwinden. Wir werden uns mit Russland und mit der Bedrohung, mit der Bedrohungswahrnehmung von den Nachbarn auseinandersetzen müssen. Das wird nicht ganz einfach werden. Ich will darauf aufbauen, das, was gesagt wurde. Erstens, was den Friedensprozess selber betrifft, ist es wichtig, dass eine zivilgesellschaftliche Dimension hat. Und zwar auf allen beiden Seiten. Das heißt, wann immer das beginnt, es können nicht nur Verhandlungen zwischen Staaten sein. Wobei es wäre schon besser, wenn es eher nach dem Muster des Zweiten Weltkrieges der Lösung nachher als nach dem Ersten. Also eher ohne Rachegefühle und Reparationszahlungen und so. Weil das hat ja nur der Erste Weltkrieg hat den Zweiten geführt, auch deswegen. Sodass wir müssen einen Mechanismus finden, wo es sozusagen auch dann, auch sollte Russland nicht verlieren, dass nicht, sagen wir, die Gelüste, die da gesprochen sind, das kann man da so wiederholen. Das wäre mal das eine. Aber abgesehen davon, wir müssen Prozesse brauchen, die auf anderen Ebenen passieren, wo auch die Zivilgesellschaft, auch Frauen mit einbezogen werden. Ich glaube, eine Gruppe, die wenig Beachtung gefunden hat, aber nicht so ohne Einfluss in Russland, das sind die Soldatenmütter. Also das ist eine Gruppe, die von der sich jedes Regime dann letztendlich fühlt. Wenn es in der Masse ist. Das heißt, du musst auch solche Gruppen einbinden. Irgendwie, ja. Es bringt nichts, wenn lauter Männer, meistens über 70, sich zusammenkommen und irgendeinen Deal aushandeln. Es müssen sozusagen in die Gesellschaft mit einbezogen werden. Sonst ist das nicht nachhaltig. Das ist zum Friedensprozess. Der irgendwann beginnen wird. Und zwar erst dann, wenn die Kampfhandlungen vorbei sind, nicht vorher. Das zweite ist, dass die Kanäle offen sind, das ist eh gut. Und das ist ein kleiner Schimmer der Hoffnung, dass man zumindest das redet und das auch noch andere austauscht. Jetzt zur Nachkriegsordnung. Ich glaube, wir haben ja die OECD. Und die OECD ist gegründet worden im Höhepunkt des Kalten Krieges. Wir waren jetzt kein Tauwetter 1975 oder 1973. Ja. Das heißt, über sehr vieles können wir reden. Ich finde zum Beispiel das Timing, also sagen, wie kann ich sagen, wir haben alle gewusst, dass ein Jahrestag ist. Und wir haben alle gewusst, sicher ein halbes Jahr lang waren die nächsten Tage ungeplant. Dass keiner wirklich auf den Kalender schaut, sagt, da können wir nicht eine Reparatur der Löschsysteme in der Hof oder irgendein Schmäh finden, um das um eine Woche zu verschieben. Also natürlich nicht dann, wenn die Visas anfällig sind. Das ist spät schon. Ja. Natürlich mussten die Visas ausstellen. Aber vorher, sozusagen, da muss es mehr Fingerspitzengefühl geben, um diese Brücken, die nicht alle abgebrochen sind, auch aufrecht zu reparieren, die muss es geben.
Ich bin nicht sicher, dass der OECD-Rahmen ausreichen wird, weil sozusagen der Westen viel größer ist. Damals war es mehr oder weniger ein Gleichgewicht und jetzt ist das Gleichgewicht so ganz anderes. Das heißt, du wirst Formate brauchen, die vielleicht wirklich eurasisch hineingehen. Die UNO, so wie sie ist, wir wissen es, ich meine, das zufällig, die Siegerländer von 45 noch immer ein Vetorecht haben, alle anderen nicht, das macht keinen Sinn. Ja, und das tut die UNO selber unterminieren. Also sagen, dass es nicht gelungen ist, die UNO zu reformieren, ja, spricht für sich, es ist schade, es wäre ein super Forum, aber wir können nicht reden von internationaler Legitimität, denn aus ihnen fünf ausgewählte Länder, die damals wichtig waren, drinnen sitzen, ein Vetorecht haben und Länder wie Brasilien, Indien, Südafrika, ja, warten müssen, bis sie einmal dran sind. Das macht keinen Sinn, ja, das wissen wir alle. Also, und letztes Wort, sozusagen, ein Zurück zum Tag, wie vor, wird es nicht geben. Das von der Illusion soll man weg sein. Das wird nicht sein. Und wir sollten nicht vergessen, nur wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist, ist alles heiter und Jubel und auch, wird das nicht sein. Der Taiwan-Konflikt ist da und der wird bleiben. Und der Konflikt um das chinesische Meer wird bleiben. Und da geht es nicht nur um China, sondern da geht es um alle Anrainerstaaten da drinnen. Und da gibt es tiefe Konflikte, die über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte zurückblicken. Es gibt Imperialismus. China ist ein imperialistisches Land. Das hat Kolonien, nur die sieht man nicht, weil sie halt im Festland sind. Ja, aber ich habe 4 Jahre dort gelebt und ich weiß, du brauchst nur herumgehen und hörst du und du verstehst ganz genau, das sind nicht eine Sprache, das sind mehrere Sprachen, die gesprochen werden. Die haben eine Schrift, die schreiben das gleiche Wort für Brot. Aber die Aussprache für Brot ist so unterschiedlich, wie wenn ich jetzt so wie sage auf Griechisch oder wie in Pain auf Französisch oder der Finne nochmal was anderes sagt. Und man schreibt dann das Gleiche und sagt, das ist ein Land. Ja, nominell und so, ja. Aber da gibt es Konflikte, die da sind. Da gibt es viel mehr, die wir nicht sehen. Das heißt, das ist nicht jetzt vorbei und der Russlandkrieg muss ein bisschen überdenken. Nur zum Glück haben wir Zeit, um zu lernen. Und der wichtigste Lerner ist, die Wirtschaft im Einbeziehen, die Bevölkerung mitnehmen. Ja, aber sonst gibt es nicht. Ja. Das kann man nicht nur in irgendwelche Strategien, in irgendwelchen kleinen Kabinetten schließen. Vielen Dank. Danke mal grundsätzlich an das Panel für die sehr spannende und interessante Diskussion.